So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Job. Bevor wir aber reingehen, kurzes Dankeschön natürlich wieder. Wir haben jetzt zwei neue Mitglieder dabei. Das ist einmal der Yara0413. Grüße gehen schon mal raus. Und Kamikaze Knight. Also, willkommen bei uns in der Familie. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Emotes etc. pp. Und ihr wisst ja, derzeit habe ich dann immer wieder die Freundesliste aufgeräumt. Jetzt habe ich sie gerade noch alle drin. Nein, habe ich sie wieder alle. Hä? Ich habe doch auf dem. Lol. Das wundert mich aber jetzt wirklich. Weil normalerweise habe ich die Freundin nicht rausgelöscht. Achso, nee, es ist keine online. Lol, ich dachte gerade schon. Also, wir werden halt die Freundesliste immer wieder aktualisieren. Also, wundert euch nicht, wenn ihr nicht auf der Freundesliste draufsteht. Wir werden das so wie gestern im Stream machen, dann mir einfach eine Freundschaftsanfrage schicken, dann eine Spieleinladung und dann machen wir halt irgendwas zusammen. Ist einfach aus dem Grund, weil ich dann einfach ganz normal das Menü benutzen kann. Wir haben es ja gestern gesehen, gestern ging alles ohne Probleme. Sobald wir, sag ich mal, 100, 200, 300 Leute haben, ist das ganze Menü ein wenig verbuggt. Also da bitte ein bisschen Verständnis haben, wenn ihr nicht mehr auf die Freundesliste wollt, schickt keine Einladung. Wenn ihr im Stream mitmachen wollt, einfach eine Einladung schicken. Ist eigentlich eine ziemlich simple Sache. Und so haben wir natürlich auch in Anführungszeichen die kleinen Gammler rausgeholt, die dann bei irgendwelchen Auslosungen oder so mitmachen und dann aber schon ewig nicht mehr auf dem Kanal waren. Und ich denke mal, das ist so an sich die beste Lösung, was das betrifft. Sobald natürlich das Menü wieder voll funktionsfähig ist, können wir natürlich auch wieder die Freundesliste voll machen, ist überhaupt kein Problem. Oder aber wir lassen halt die alte Methode. So, dann noch was wegen den Emotes, wo jetzt immer die 15 Minuten Videos kommen. Ganz simpel erklärt, es wird nicht jedem gefallen, ist mir vollkommen bewusst. Aber es gibt halt auch genug YouTuber, die suchen Hintergrundmusik und in Fortnite ist er halt einfach copyright frei. Was bedeutet, man kann die Musik hinter jedes Video hinterpacken. Das ist einfach nur so der Hintergedanke davon. Und wir haben halt einfach mal alle Emotes, die wir uns richtig reinsuchen können. Weil da sind halt schon manche Lieder dabei, die kann man sich eigentlich schon auch ein bisschen länger geben. Und passen zu dem einen oder anderen Video gut als Hintergrund. Ihr wisst ja selber, bei mir gibt es kein einziges Video, wo einfach gar keine Hintergrundmusik ist. Also ich habe immer irgendwelche Hintergrundmusik. Selbst wenn ich für euch irgendwie einen Kanal vorstelle oder so, wir haben immer diese Hintergrundmusik. Also da ein bisschen Verständnis haben. Ihr wisst doch, man muss gucken, was so möglich ist. Von daher einfach ein bisschen Verständnis haben. So, genug gequatscht. Wir gehen rein. Und was haben wir da? Genau, einen neuen Skin mit einer Pickaxe dabei und ein neues Emote. Video schon fertig gemacht. Grüße gehen raus. Da sind wir nämlich wieder dabei. Ganz entspannte Musik. Also wenn du so ein entspanntes Video machen willst, perfekte Musik dafür. Aber auch der Tanz ist eigentlich recht nice. Fortbewegungstanz. Gestern haben noch einige reingeschrieben. Schade, dass kein Fortbewegungstanz mehr reinkommt. Tada! Da ist er schon. So, dann gehen wir direkt mal weiter. Dann haben wir schwer beschäftigt mit drin. Und keine Angst, davon werde ich natürlich kein Video machen. Es geht wirklich nur um Musik. So, dann haben wir Popsternchen. Extra wieder für Mädchen. Man kennt es. Das ist richtig so Sailor Moon. So typisch für Mädchen. So, dann haben wir die Alena. Nee. Okay, auf jeden Fall die Axt. Man kennt sie. Ist das nicht die Axt gewesen? Hey, aber so eine ähnliche Axt hat auch diese eine von Borderlands 2. Aber ich glaube, das ist auch aus dieser Comic-Pixel-Grafik von Borderlands, dass deshalb die Pickaxe drin war. So, dann haben wir Hypernova. Ah ja. Ganz ehrlich, der Skin gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Der ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Ich finde auch diese Maske nicht so toll. Also ganz ehrlich, das Gesicht dabei, boah. So an sich, das Outfit ist okay, wenn es ein anderer Kopf wäre. Also ohne die Maske oder so, so ein ganz normaler Mensch, sage ich jetzt einfach mal. Dann sieht es eigentlich recht nice aus.
So, dann noch eine kurze Info. Denkt dran, vergesst nicht meinen Creator-Code einzutragen. YT-FamilyHack. Guckt einfach mal nach, ob ihr den Code noch drin habt. Wenn nicht, gerne wieder eintragen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So. Und vergesst natürlich nicht, ein Video und ein Like da zu lassen. Ich kenne euch ja. So, dann gehen wir auch direkt mal jetzt auf das neue, auf den neuen Skin. Ja, sieht doch okay aus. Ist halt so ein bisschen wie der schmale Bruder vom Flabber. Aber wie ich auch in den geleakten, wo die Skins alle geleakt werden, da haben wir den Skin ja auch schon gesehen, also die Leaks stimmen halt wirklich. Ob sie dann auch wirklich alle in den Shop reinkommen, das ist natürlich eine andere Frage, aber die Leaks an sich stimmen meistens. So, dann haben wir hier noch das Schild, das haben wir in verschiedenen Varianten. Einmal in grün, einmal ja, mit bisschen rosa. Und da ganz normal standardmäßig. Aber ganz ehrlich, der Rücken, ja, ich würde sagen, er ist keine Schildkröte. Also eine Schildkröte ist er definitiv nicht. Also der Panzer, da muss ich ehrlich mal sagen, es passt diesmal mal nicht. So, dann haben wir noch die Pickaxe dabei. Ja, hört an halt wie so eine Wasser-Pickaxe. Ich dachte schon, die Viecher würden anfangen zu heulen. Weil es soll ja irgendein Wesen darstellen, sage ich jetzt einfach mal. So, dann haben wir. Ah, wo ist er denn? Da. Die Kuschelbeauftragte haben wir wieder drin. Erstmal nicer Skin, aber ihr werdet natürlich mit dem Skin immer noch gewaltig auffallen. So, natürlich mit dem passenden Rückenaccessoire, man kennt es. Hier passt es natürlich wieder perfekt drauf. Dazu bekommen wir noch Kuschel Airlines. Aber ich sag ganz ehrlich, man sieht den Skin halt wirklich selten. Jeder hat, also gefühlt jeder hat ihn. Also so auf YouTube sieht man schon häufig, aber so im Spiel eigentlich eher weniger. Dann hier noch die passende Pickaxe. Und natürlich die Kuscheltarnung. Gerade alle Modelle so grob durchgehen, ist eine schöne Tarnung. Jeder, der mich kennt, weiß, das erinnert mich immer an die Hose von meiner Frau von damals. Also an die Hose, nicht an die Frau. So, dann gehen wir weiter. Einmal die stillen Klingen. Ja, die sind okay. Dann haben wir natürlich noch den Skin Stillschweigen. Den kann ich wirklich empfehlen. Also er spielt sich wirklich gut. Wie schon damals gesagt, ziemlich schlank, ziemlich dunkel. Also der Skin an sich ist wirklich zu gebrauchen. Ich habe ihn auch ziemlich lange gespielt, spiele ihn auch immer wieder mal. Ist halt wirklich wie immer Geschmackssache, ihr wisst es ja. Aber den Skin kann ich halt wirklich ganz, den kann ich wirklich weiterempfehlen. Einfach weil ich ihn auch selber gespielt habe und weiß halt auch, wie er tickt. So, dazu noch die passende Tarnung. Da gehen natürlich auch die Grüße raus. Genauso wie wegen dem Skin geschenkt bekommen. Also euer Support ist zurzeit wirklich krank. Sache, wir haben jetzt zurzeit 17 Mitglieder. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. So, das war es dann auch schon wieder mit dem Shop. Eins haben wir vergessen, genau. Die Detektivin. Oha, die habe ich wohl noch nie gesehen. Da merkt man schon, Season 4 war ich nicht so aktiv. Zumindest nicht, was den Shop angucken betrifft. Ist mal ein anderer Skin. Ich glaube, der war auch schon lange nicht mehr drin. Also ich glaube, seitdem ich die Shop-Videos mache, definitiv war der bei mir noch nicht drin. Mit dem passenden Rückenaccessoire. Ja, klar, Standard. So, dann war es das aber jetzt mit dem Shop-Video. Wie gesagt, guckt nach dem Creator-Code YT-FamilyHack. Wir gehen natürlich wieder rüber in Rette die Welt. Wir haben heute Glück. Wir haben eine V-Bucks-Mission. Und die gefühlt kann diese V-Bucks-Mission jeder von euch machen. Denn sie ist Level 18, meine ich, ne? Ne, 19. Level 19 ist die. Wir gucken auch direkt, wo sie versteckt ist, gehen auch schnell in den Shop rein. Und dann haben wir das nämlich. So, Ladebildschirm, man kennt es. Derzeit gibt es ja ziemlich viele Bugs in Rette die Welt. Ich hoffe, wir kriegen die bald recht zügig aus dem Spiel raus. Also Rette die Welt ist zurzeit echt ein bisschen anstrengend. So. Ah, Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, durch kein tägliches Geschenk. Das wäre es ja wieder dann komplett gewesen. So, wir gucken direkt. Level 19. Ja, darfst dich öffnen. So, ach, direkt hier vorne.
Also direkt die erste Mission, 30 V-Bucks, bekämpfe den Sturm, dürfte für jeden easy machbar sein. Und dann gucken wir gerade mal nochmal, was sich im Shop getan hat. Da haben wir einmal ein Upgrade-Lama. Ja gut, es gibt halt einen Verteidiger, aber das lohnt sich definitiv nicht. Dann haben wir das 7er Lama. Ja, da wäre natürlich die Falle, die Bodeneisfalle, wäre für mich nicht schlecht. Aber 280 V-Bucks, wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. Sind natürlich nette Sachen drin, gerade was die Fallen betrifft. Überlebende jetzt nicht unbedingt, also wem die Fallen noch fehlen, für den lohnt sich das Ganze natürlich, weil es ist ein Oder. Entweder kriegst du die Wand mit den Kanonen oder den Bodengefriere. So, dann würde ich sagen, war's das jetzt mit dem Shop-Video. Euch noch einen schönen Tag und haut rein.